Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Sie wieder zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal begrüßen, denn wir haben Mittwoch, den 19. Mai 2021. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und möchten Ihnen heute folgende Themen präsentieren. 6 Staunenswerte. Das Land Sachsen-Anhalt startet große Kampagne für Kultur. Future Talent Camps. Bildungsangebot fördert Digitalkompetenz von Auszubildenden. Und vor der Wende. Erhalten Sie einen Einblick in die 80er Jahre von Schönebeck. Zu Beginn unserer Sendung besuchen wir das eindrucksvolle Preziner Wehr. Dort wurde die Kampagne des Landes Sachsen-Anhalt 6 Staunenswerte vorgestellt. Außerdem soll das Preziner Wehr in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen werden und Sie erfahren den aktuellen Stand des Prozesses. Anlässlich des Internationalen Museumstages vom 16. Mai diesen Jahres präsentierte sich das Land Sachsen-Anhalt von seiner herausragenden Kulturseite. Sachsen-Anhalt besitzt mit seinen knapp 300 Museen eine Museumsdichte, welche schwer an anderer Stelle so wiederzufinden ist. Seit Ende 2020 rückt das Land seine UNESCO-Welterbestätten mit einer großen Kampagne stärker ins öffentliche Bewusstsein. Mit 6 Staunenswerte sollen die außergewöhnlichen Stätten vereint werden. Und genauso ist das mit dieser großen Kampagne. Erstens haben wir eine ziemlich große Kampagne, und zwar geht es um den Internationalen Museumstag, und der Schirmherr, unser Ministerpräsident, Bundesratspräsident, der startet am 16. Mai. Und das ist genau diese Werbekampagne, die wir im Moment fahren. Und für uns sind die über 300 Museen, die das Land hat, eine sehr wichtige Größenordnung. Und wenn man diese Museen besucht, dann kann man staunen. Und deshalb haben wir diese Kampagne 6 Staunenswerte im Moment. 6 Staunenswerte heißt 5-mal UNESCO-Weltkulturerbestätte und einmal Weltdokumentenerbe, und das ist die Himmelsscheibe. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen einen guten Ort, wo wir das präsentieren können. Die Trucks, die sind jetzt gerade losgefahren, haben wir schon losgeschickt. Die sollen dann für uns in ganz Deutschland werben. Das 140 Jahre alte Preziner Wehr gilt als technische Meisterleistung und soll ein nächster Kandidat für die UNESCO-Welterbeliste werden. Welche Bedeutung das Wehr für unsere Region hat, erklärt Dr. Gunnar Schellenberger. Und zwar seit 1875. Da war der Startschuss, also da ist es erbaut worden. Und insgesamt 64 Mal bereits gezogen worden. Das heißt also, eingesetzt, um Schönebeck und Magdeburg vor Hochwasser zu schützen. Das ist also ein technisches Bauwerk, was hochgradig interessant ist. Und das ist das größte Wehr Europas gewesen. Und das Erstaunliche, nach 145 Jahren immer noch aktiv. Im Jahr 2010 hat die Metallbaufirma Henschel das komplett restauriert und renoviert. Es ist also ein technisches Denkmal, was immer noch einsatzbereit ist und uns weiter gute Dienste leistet. Und wenn man sich überlegt, 1889 auf der Weltausstellung in Paris, gemeinsam mit dem Pariser Eiffelturm, ist im Prinzip die Goldmedaille für das Wehr überliehen worden. Danke. Und wir können also dann uns wirklich glücklich schätzen, auf einer Ebene mit dem Pariser Eiffelturm genannt zu werden, als technisches Wunder. Und da können wir schon sehr stolz sein, und diesen Stolz wollen wir dann natürlich auch entsprechend befeuern, das heißt in der Bevölkerung, dass wir hier als Kultur- und Tourismusstandort das weiter beleben. Vom 4. Juni 2021 bis 9. Januar 2022 findet im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle eine große Landesausstellung statt. Mit dem Titel Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte sollen in Halle Forschungsergebnisse rund um die Himmelsscheibe und vieles weiteres präsentiert werden. Das Landesmuseum zeigt die Himmelsscheibe von Nebra in ihrer internationalen Vernetzung. Die Bronzezeit war eine Zeit weiträumiger Vernetzung, und das zeigen wir. Funde aus Griechenland, aus dem Nationalmuseum in Athen, genauso wie Funde aus Spanien, wie Funde aus Frankreich.
Die tollsten Stücke der Bronzezeit werden gezeigt, aber auch in den modernen Kontext unserer Zeit gestellt, dass wir heute verstehen, was wir heute noch mit der Bronzezeit zu tun haben und in welcher großartigen Tradition wir stehen. Für die deutschlandweite Werbekampagne des Internationalen Museumstages wurden am Preziner Wehr zwei brandneue Werbetafeln enthüllt. Ja, wir haben hier ein Schild zum Internationalen Museumstag am 16. Mai eröffnet. Und ja, die Wagen fahren jetzt los und machen Werbung für die fantastischen Museen des Landes Sachsen-Anhalt. Wir haben hier eine Dichte an herausragenden Funden und Museen, wie wir sie selten woanders finden. Viele Kulturschätze hat unser Land zu bieten. Aber welche großen und kleinen Schätze sind das? Die Schätze, das sind unsere UNESCO-Weltkulturerbestätten und die Himmelsscheibe. Das sind unsere großen Schätze. Aber das sind natürlich auch die, die für die kleinen Schätze werben. Und die kleinen Schätze, das sind also unsere über 300 Museen in dem Land. Und auf die muss man ebenso aufmerksam machen. Denn wenn ich zum Beispiel an unser Kreismuseum im Salzland, also in Bad Salzelm denke, dann haben wir dort riesige Schätze, die dort ebenfalls verborgen sind. Thema Salz und Schifffahrt, das sind ja die zwei Hauptthemen. Und darauf aufmerksam zu machen, die Bevölkerung, das ist unser Anliegen mit dieser Kampagne. Die sechs Staunenswerte sollen durch weitere Maßnahmen so noch bekannter gemacht werden. Der Kulturtourismus soll gestärkt werden. Dies nicht nur lokal, sondern auch international. Davon erhofft man sich, dass natürlich ganz, ganz viele Menschen im englischsprachigen Raum darüber informiert werden, denn die Weltpresse wird groß darüber berichten. Das British Museum hat Hunderttausende von Besuchern und wir hoffen, dass die lernen, dass Sachsen-Anhalt ein entscheidendes Kulturland im Herzen Europas ist und dass uns die vielleicht dann auch mal als Touristen besuchen. Sachsen-Anhalt hat seine herausragende Bedeutung für Kultur bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nun könne auch bald ein UNESCO-Weltkulturerbe bei uns erklärt werden. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. So, jetzt Abbrech und besser. Los geht's! Nun begeben wir uns auf eine Zeitreise in die 80er Jahre von Schönebeck. Im Jahre 1986 feierte die Stadt Barbie 1025 Jahre Bestehen. Erhalten Sie einen Einblick in unsere Sendereihe Schönebeck vor der Wende, Teil 4. Wenige Kilometer unterhalb der Saalemündung, eingebettet in Wälder und Wiesen, liegt am Ufer der Elbe die Stadt Barbie mit ihren 5200 Einwohnern. Einst Hauptstadt einer selbstständigen Reichsgrafschaft und Residenz eines nach ihr benannten Grafengeschlechts mit einer glanzvollen historischen Vergangenheit. In früheren Zeiten setzte ein schlichter Kahn vor allem die Marktfrauen über. Auch heute noch ist die Fähre ein unentbehrlicher Verbindungsweg zwischen den beiden Elbeufern. In den Jahren 1687 bis 1715 ließ der Herzog Heinrich von Sachsen ein prunkvolles Barockschloss erbauen. Berühmte Pädagogen wie Salzmann und Basedow, sogar Herzog Karl August von Weimar mit seinem Freunde Goethe im Gefolge waren hier Gäste. 1855 ging es in preußischen Besitz. Heute ist es Außenstelle des Staatsarchivs der DDR. Gegenüber dem Schloss liegt das ehemalige Herrenhaus, das Gutshaus. Heute ist hier der VEB Tierzucht der Herr. Zum Beginn des 19. Jahrhunderts, durch Kommissionsrat Dietze als Pächter übernommen, später von seinem Sohn geleitet, entwickelt sich eine moderne, rentable Wirtschaft. Seit 1945 ist das Gut volkseigen. Für die Schafzucht gilt es als Mustergut. Im Inneren sind Lehrlingswohnheim und Betriebsberufsschule untergebracht. Aber auch eine Menge neuer Dinge sind zu entdecken, denn die Zeit ist nicht stehen geblieben. Der Bau dieser neuen Eigenheime beweist, dass es sich in Barbie leben lässt. Wer hat schon früher daran gedacht, dass Barbies Erde so wertvolle Schätze birgt? Seit ungefähr 15 Jahren wird hier Kies gefördert.
Hauptsächliche Verwendung findet er in der Bauindustrie und im Wohnungsbau. Hauptabnehmer ist unsere Hauptstadt. Aber auch exportiert wird der Kies. Sagen wir es so, mit dem Kies wird im wahrsten Sinne des Wortes Kies gemacht. Gleichzeitig entsteht ein zweiter Nutzen, das Wasserwerk Barby schöpft aus diesem See zusätzlich Trinkwasser. Nicht lange wird es dauern, bis hier ein neues Badeparadies entsteht. Das Maisanwerk ist mit seinen 560 Beschäftigten der größte Betrieb in Barby. Circa 10.000 Tonnen Traubenzucker verlassen jährlich das Werk. Stärkesirup ist Ausgangsprodukt für die Süßwarenproduktion. Im Sitzungssaal des Rathauses berät der Bürgermeister Jens Strube letzte Probleme, bevor die Jubiläumsfeiern beginnen. Es sind ja nur noch 10 Tage und dann wird das große Ereignis in Barby stattfinden. Intensive Vorbereitungen liegen seit Wochen hinter uns. Und wir haben heute nochmal mit dem Genossen Gerstner alle Stadttore abgefahren, haben noch einige Brigaden besucht, die doch intensiv in der Vorbereitung beschäftigt sind und können heute mitteilen, dass wir doch so ziemlich alles über die Bühne gebracht haben. Wir können auch heute die Festprogramme zeigen, die auch mit Unterstützung des Kollegen Marx, des Kollegen Senker und des Kollegen Hans-Otto Huhn, Buchdrucker, entstanden sind. Zur Besetzung der Stadttore angetreten. Hauptmann, lass die Stadttore besetzen und den Zoll eintreiben. Abmarsch! Danke. Amgadi, aus! Recht! Kommt! Geht gleich rein, gleich rechtsweg, Marsch! Mit Pauken und Trompeten geht es noch einmal zurück in die Geschichte der Stadt und Grafschaft Barby. Wie in alten Zeiten marschiert die Stadtwache zu ihren Toren. Das Kinderfest im Schwimmbad ist schon etwas für die Kleinen. Hier kann jeder mitmachen, der Lust hat. Und Spaß macht es auf einem so großen Spielplatz, sich einmal richtig auszutoben. Am Rande des Treibens verfolgen die Eltern bei Kaffee, Kuchen und Bier das Geschehen. Die einen sind für den Sport zu haben, die anderen wollen zur Jubiläumsfeier mit Bildung aufwarten. Kulturbundausstellung Barby 86. Münzen, vor allem aber Briefmarken sowie wertvolle Ersttagsbriefe, Karten und Briefe mit seltenen Stempeln aus aller Welt sind in der Ausstellung zu sehen. Übrigens, die Briefe, die während der Festwoche in Barby über diesen Tisch gingen, tragen einen Sonderstempel der 1025-Jahr-Feier, der ganz sorgfältig gesetzt wird. Gut platziert und unter nicht zu starkem Druck. Alle Bürger der Stadt sind am Umzug beteiligt, die einen mehr, die anderen weniger. Hunderte säumen die Straßen, um unmittelbar dabei zu sein. Im Festumzug wird noch einmal die Geschichte der Stadt Barby lebendig. Wir möchten Sie auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem sucht die Stadtwerke Schönebeck den perfekten Standort für die neue E-Bike-Ladestation. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH, Ihrem Vermieter von A wie Azubi-Wohnung bis Z wie Zweizimmer mit Balkon. Unsere 24-Stunden-Hotline 786 101.
Stand Mittwochmorgen liegt die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Personen im Salzlandkreis bei 408. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei niedrigen 70,3. An der bestehenden E-Bike-Ladestation der Stadtwerke Schönebeck am Brückenaufgang können alle Elektrofahrradbegeisterte ihr durstiges Elektrofahrrad für eine Tour durch Schönebeck und den Salzlandkreis aufladen. Dies völlig kostenlos. Zudem sind die Stadtwerke ständig in der Ausbauplanung, um weitere Ladestationen zu installieren. Doch wo soll die neue Ladestation installiert werden? Wer den perfekten Standort kennt oder sogar bieten kann, melde sich bis zum 30. Mai 2021 per E-Mail an marketing@stadtwerke-schönebeck.de mit folgenden Infos: Begründung der Wahl, Kontaktdaten und gegebenenfalls weitere Ansprechpartner. Im Zuge der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Position mit denen der antretenden Parteien zu vergleichen. Mit knapp 490.000 Aufrufen im Vorfeld der letzten Landtagswahl im Jahr 2016 ist der Wahlomat auch in Sachsen-Anhalt als beliebtes Online-Tool zur individuellen Vorbereitung auf Wahlen etabliert. Der Wahlomat ist abrufbar unter wahl-o-mat.de. Der Tierpark Bierer Berg in Schönebeck bleibt geöffnet. Aktuell können Besucherinnen und Besucher die Anlage von 9 bis 19 Uhr nutzen. Für den Zutritt sind folgende Vorgaben laut Infektionsschutzgesetz und Bundesnotbremse notwendig: ein negatives Testergebnis eines anerkannten Testzentrums sowie Vorzeigen des Impfausweises mit dem Nachweis der ersten und zweiten Schutzimpfung gegen Covid-19. Zur zweiten Impfung sollten 14 Tage vergangen sein. Um den Besucherinnen und Besuchern des Tierparks den Besuch so angenehm wie aktuell möglich zu gestalten, richtet die Stadt Schönebeck in Zusammenarbeit mit dem Schnelltestzentrum Böttcherstraße 3 für das kommende Wochenende ein Testzentrum vor Ort ein. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind Samstag, 8. Mai 2021 und Sonntag, 9. Mai 2021 von 10 bis 17 Uhr. Im Zeichen des 800-jährigen Jubiläums feiert die Stadt Schönebeck im Jahr 2023 die erste urkundliche Erwähnung. Um einen großen Wiedererkennungswert und eine hohe Identifikation in der Öffentlichkeit zu erreichen, wird eine Wortbildmarke gesucht, die sowohl für die Werbung im Vorfeld für einen großen Wiedererkennungswert sorgt, als auch im Festjahr selbst als wiederkehrendes Symbol die Feierlichkeiten ständig begleitet. Deshalb hat die Stadt entschieden, kreative Ideen und Vorschläge der Bürger in die finale Version des Logos einfließen zu lassen. Am 1. Mai 2021 startet ein Wettbewerb, bei dem alle Schönebeckerinnen und Schönebecker einen Vorschlag einreichen können. Das neue Logo ist frei in der Gestaltung. Das Motiv sollte aber klaren Bezug zur Stadt Schönebeck, ihrer Geschichte, ihren Persönlichkeiten und/oder Sehenswürdigkeiten besitzen und diese visualisieren. Unter den Teilnehmenden werden Preise für die Plätze 1 bis 3 im Gesamtwert von 1.000 Euro ausgeschrieben. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Für den Dreibrückenlauf in Schönebeck, der am 26. September 2021 ausgetragen werden soll, können sich Interessierte ab sofort anmelden. Das Online-Formular sowie aktuelle Informationen zum Lauf gibt es unter 3-brücken-lauf.de. Ab 17. Mai 2021 kommt es auf Schönebecks Annastraße zur Änderung der Verkehrsführung. Der bisherige Zweirichtungsverkehr wird aufgehoben und durch einen Einrichtungsverkehr ersetzt. Eine Sperrung der Johannes-R.-Becher-Straße zwischen der Straße am Malzmühlenfeld und der H.-Rau-Straße erfolgt am 3. Mai bis zum 18. Mai 2021. Im Rahmen des Liner-Einbaus auf der gesamten Welsleberstraße erfolgt in der Zeit vom 3. Mai bis zum 18. Juni 2021 eine Vollsperrung der Straße genau im Abschnitt zwischen der Dorotheenstraße und der Wilhelm-Helge-Straße. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Am Montag, den 3. Mai 2021, wird mit dem grundhaften Ausbau der Maxim-Gorki-Straße in Schönebeck begonnen. Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung stattfinden und etwa 6 Monate in Anspruch nehmen. Im Bauzeitraum wird es nicht möglich sein, die Grundstücke mit Kraftfahrzeugen zu erreichen bzw. zu verlassen. Anlieger werden daher gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereiches zu parken.
die fußläufige Zuwegung zu den Grundstücken und die Möglichkeit des Herankommens für Rettungsfahrzeuge werden durchgängig gewährleistet. Die Abfallbehälter sind an den entsprechenden Entsorgungstagen außerhalb des Baubereiches an der Böttcher Straße bzw. am Breiteweg abzustellen. Die Stadt Schönebeck bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme. Ab Montag, den 12. April, startet die Impfstation Böttcher Straße auf dem Gelände des ehemaligen DRK. Gleichzeitig nimmt eine Corona-Teststation in der Bölzigstraße den Betrieb auf. Daher kommt es zu Änderungen und Einschränkungen im Verkehr in Schönebeck. Auf dem öffentlichen Parkplatz am Breiteweg 10 wird die Höchstparkdauer von 2 auf 1 Stunde reduziert. Dies geht ebenfalls in Richtung Barbier-Tor ab der Hausnummer 11 bis 16. Die Parkstellplätze mit einer Höchstparkdauer von 2 Stunden auf dem Breiteweg zwischen der Bodengasse und Markt bleiben erhalten. Die Rücknahme der Einschränkungen und Änderungen ist erst wieder möglich, wenn die Impfstation wieder geschlossen wurde. Auf der Bölzigstraße werden ebenfalls der öffentliche Parkplatz und der Buswendeplatz für den Verkehr voll gesperrt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Ihrem Vermieter von A wie Azubi-Wohnung bis Z wie Zwei-Zimmer mit Balkon. Unsere 24-Stunden-Hotline 786-101. Dies war auch schon der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal und wir legen eine kurze Werbepause ein. Bleiben Sie dran, denn gleich danach geht es für Sie wieder weiter. Wahlwerbung Landtagswahl. Für den Inhalt des Spots ist ausschließlich die dazugehörige Partei verantwortlich. Heute ist Sachsen-Anhalt wieder ganz vorn dabei. Wir sind führend in der Nutzung der erneuerbaren Energien. Unsere Weltklasse-Industrie bringt uns Arbeit und Wohlstand. Das reicht noch nicht aus. Gerade jetzt will ich für unsere Heimat kämpfen und sie besser machen. Nicht wie diejenigen, die immer alles schlecht reden. Dafür brauche ich am 6. Juni Ihre Stimme. Wahlwerbung Landtagswahl. Für den Inhalt des Spots ist ausschließlich die dazugehörige Partei verantwortlich. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 75 Cent. Kotelett, 100 Gramm zu 80 Cent. Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 85 Cent. Und zwei feste Bratwürste für 4 Euro. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Erdgas und Strom. Das geht bei der Erdgas Mittelsachsen GmbH auch ganz einfach digital von zu Hause aus. Abschlagsänderung, Zählerstands- oder Umzugsmeldung. Und natürlich auch unsere attraktiven Erdgas- und Stromprodukte. Ganz bequem in unserem Online-Kundencenter unter e-ms.de. EMS. So einfach geht Energie mit Service. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Seit dem Jahr 2021 gibt es das Magazin der Elbstadt aller 3 Monate. Beliebte Rubriken wie Gesundheit, Wissenswertes der Region sowie aktuelle Veranstaltungsinformationen. Neben vielen Einrichtungen in Schönebeck ist die Salzperle auch bei der Elbe Medienproduktion GmbH erhältlich. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir vom Steakhouse Los Gauchos Sie aktuell leider nicht persönlich empfangen und bieten Ihnen einen Liefer- und Abholservice an. Bestellungen nehmen wir telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegen. Jetzt neu! Für eine noch schnellere und bequemere Bestellung gibt es jetzt die Los Gauchos App. Ab sofort zum Download im Apple App Store und bei Google Play.
Helfen Sie uns in dieser schwierigen Zeit und genießen Sie die besten Speisen und Getränke einfach bei Ihnen zu Hause. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Mittwoch, den 19. Mai 2021. Der Umgang mit Social Media bekommt in Unternehmen immer mehr einen höheren Stellenwert. Ein spezielles Bildungsangebot soll die Digitalkompetenz von Auszubildenden steigern. Einige Unternehmen haben die Future Talent Camps bereits ausprobiert. Die Zeiten, in denen Instagram, YouTube und TikTok als Hobby galten, sind längst vorbei. Ein sicherer Umgang mit diesen vergleichsweise neuen Medien ist inzwischen nicht nur privat, sondern auch in nahezu jedem Berufsfeld von großer Bedeutung. Doch wer bereitet Berufseinsteiger angesichts fehlender Mittel und Know-how an Schulen auf diese Transferleistung vor? Die ehemalige Bürgermeisterin und Gründerin des Social Impact Startup BG3000, Simone Stein-Lücke, kennt das Problem. Die digitale Bildung in Deutschland steht ganz am Anfang. Wir haben auch nach einem Jahr Pandemie überhaupt kein Tempo aufgenommen. Modellprojekte gibt es viele, aber systematisch ist weder in der schulischen Bildung noch in der Berufsausbildung bisher was passiert. Und da müssen wir ran. Dabei soll nun eine Kooperation von BG3000 und Lobeco helfen, die mit sogenannten Future Talent Camps gezielt die Digitalkompetenz von Auszubildenden fördert. Der Bedarf bei den Unternehmen ist erwartbar groß. Heute ist jeder Mitarbeiter ein Botschafter des Unternehmens. Da muss man wissen, wie man mit diesen Medien, mit diesen Kanälen umgeht. Da muss man die entsprechende Kompetenz erwerben und man muss sie dann auch zielsicher anwenden können. Erste Firmen konnten das digitale Bildungsangebot bereits ausprobieren. General Manager wie Alex Obertop versprechen sich davon ganz konkrete Erfolge für ihr Unternehmen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Mitarbeiter sich besser fühlen schon mal, aber auch einfach eine gewisse Sicherheit entwickeln. Natürlich Instagram ist wichtig, aber vor allem auch Knigge, eine Online-Knigge. Wie gehe ich mit Hate Speech um? Wie gehe ich überhaupt mit Kommentaren im Internet um? Was schreibe ich? Wie schreibe ich es? Und smarte Fotos machen, also die Darstellung der Produkte, die man vielleicht hat, die auf einer gewissen Art zu platzieren. Die beiden Auszubildenden, Lucia Ricotta und Dominik Degen, haben das bereits verinnerlicht und setzen es in ihrer täglichen Arbeit um. Dass sie ihr digitales Know-how einmal für ihren Arbeitgeber einsetzen würden, hat sie selbst überrascht. Das mit dem Datenschutz, damit gehe ich jetzt komplett anders um. Ich achte jetzt auch viel mehr darauf, wen ich fotografiere, wie ich fotografiere. Die komprimierte digitale Umsetzung der Lerneinheiten bietet Unternehmen auch in Zeiten von Corona-bedingtem Homeoffice die Möglichkeit, ihre Young Talents digital weiterzubilden. Wir halten es grundsätzlich für richtig, in Aus- und Weiterbildung zu investieren, ob Pandemie oder nicht. Es ist ganz wichtig, dass Sie sich als Unternehmen dafür Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren. Denn wer Investitionen in Aus- und Weiterbildung zurückschraubt, der wird morgen auf der Ziellinie im Wettbewerb als Letzter durchs Ziel gehen. Und das wollen wir nicht. Also Investition ist unabhängig von Pandemie oder auch von einer kritischen Wirtschaftslage. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Mit wechselhaften Aussichten setzen wir die Woche fort. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Der Donnerstag begrüßt uns bei 8 Grad mit wolkigen Aussichten. Tagsüber kann die Sonne hervorschauen und es treten vereinzelt Windböen auf. Die Temperaturwerte können bis zu 17 Grad ansteigen. In der Nacht auf den Freitag hin steigen die Temperaturwerte leicht an. Im Laufe des Tages erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Wind. Die Temperaturwerte bewegen sich zwischen 10 und 19 Grad. Mit bedeckteren Wetterverhältnissen starten wir in das Wochenende. Der Samstag begrüßt uns bei 9 Grad mit einigen Wolken. Den Tag über treten vereinzelt Windböen auf und es besteht ein Niederschlagsrisiko von 90%. Die Maximalwerte liegen bei 16 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine entspannte Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend und wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und begrüßen Sie dann am Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Das war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.